Das ist schon schlimm, ey. Alles Gute zum Geburtstag, zum Jahrestag. Was ist denn los hier? Was zum Schul? Direkt mal zu Twitch-Clips geschickt. Ja, geile, naja, jo. Hauen rin, ey. Die guten alten Twitch-Clips Germany. Sau geil. Ich habe heute wieder geguckt. Halloween-Special war Deluxe. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Da könnt ihr auf jeden Fall wohin gucken, ey. Wer noch nicht hat, Twitch-Clips Germany ist sau geil. Das macht immer richtig Laune, ey. Alles Gute zum Jahrestag. So, sonst noch irgendwas? Eine Grillzange. Jetzt geht's los. Wo ist der Schwenker? Okay, wir haben eine Grillzange. Das ist auf jeden Fall ein neues Equip, was wir haben. Ich bin erstmal im Lurk, komme später wieder. Alles klar, Tim? Mau noch ein bisschen. Ne? Wenn du morgen Nacht schießt. Sie scheinen diese Batterie benutzt zu haben, um den Scheinwerfer einzuschalten. Aber jetzt ist keine Verbindung. Ah, jetzt ist keine Verbindung da. Eine Verbindung? Kann ich mir das mal angucken? Keine Verbindung. Kabel. Ich brauche ein Kabel oder sowas. Ah, kann ich da sowas in die Richtung? Kann ich die Grillzange vielleicht dafür benutzen? Nee. Vielleicht das Kabel, das in der Küche ist und Elektro-Stromstöße rauslässt. Hier steht ein Sack Dünger für die Pflanzen, aber er ist noch verschlossen. Okay, wir haben die Grillzange. Wir können in die Garage auf jeden Fall. Jetzt gehen wir mal noch links gucken, gucken uns mal noch den Raum an. Es sind so viele Räume hier oben noch. Oder sollen wir zuerst in die Garage? Ich weiß es nicht. Auf, Tino, auf. Wäre geil. Stimmt, ja. Gibt's hier auch noch. Lieber Sebastian. Oh, Sebastian, das ist der edle Herr, der Chef doch vom Haus. Sebastian, ich wollte dir mitteilen, dass ich eine dringende, benötigte Auszeit nehmen werde und mein Geschäft daher ab morgen geschlossen sein wird. Ich wollte, dass du es von mir erfährst und nicht über ein Schild an der Ladentür. Meine Tochter ist gerade verreist und ich muss gestehen, dass ich die tägliche Anforderung nicht alleine bewältigen kann. Vor allem, da ich in letzter Zeit nicht gut schlafen konnte. Sobald sie zurück ist, wird das Geschäft wieder geöffnet. Du wirst der Erste sein, den ich benachrichtige. Ich hoffe, dass es bei mir bis dahin besser geht. Bitte grüße deine Frau, Familie von mir, Hochachtung. Voll Isaac Färber. Soll sich auf jeden Fall niemand davon abgehalten fühlen, wenn irgendjemand sich durch meine Clips fühlt und wenn er was lustig findet, können er gerne an die Leute schicken von Clips Twitch Germany. Es gibt mehr wie genug. Ey, die Perspektive, das ist geil. Aber auch übelst ekelhaft. Der Plattenspieler, niemand benutzt ihn mehr. Ich muss mal vorsichtiger sein, ich horche nicht mehr an den Türen. Was ist denn das da? Eine Seitenansicht der Villa mit ein paar Notizen darauf. Das Gerüst kommt hierher. Ah, da haben wir vom Balkon ein Gerüst, wo wir hoch können vielleicht. Gerüst aufbauen, Außenseite lackieren, Lecks reparieren, lose Ziegel befestigen, alte Rohre prüfen. Cool, dass es auf Deutsch drauf steht. Aber jetzt horchen wir zuerst mal bitte. Hier scheint nichts zu sein. Geh mal rein. Keine Kreaturen auf der anderen Seite. Oh no. Mrs. Catherine. Okay, ich gehe. Oh bitte nicht, ich hab nicht gelauscht. I have to reach the master bedroom. Okay, ich muss ins Elternschlafzimmer. Ist das... genial gemacht, ganz ehrlich. Ist das genial gemacht? So, wir lauschen jetzt erstmal. Ich höre nichts, dann gehen wir ab rein. Weil mein Herz schlägt schon nochmal so wild. Guckst du an, das passt ja so gut. Mach ich. Ich gucke mir nach meinen Streams immer die ganzen Clips an. Jeden einzelnen. Diese Bilder sind genau dort, wo ich sie vor der Abreise stehen gelassen habe. Wäre hilfreich, wenn er bei euren Clips vielleicht eure Kürzel davor machen, wenn er dann Clips erstellen, dann weiß ich nämlich immer, von wem sie kommen.
Diese Bilder sind genau dort, wo ich vor der Abreise stehen gelassen habe. Mal sehen. März 1883 und September. Ja, ja, ja. Weil wenn ihr nicht klippen würden, hätte ich nichts für zu verschicken. Das ist ja eigentlich euer Verdienst. Und da kann ich euch, wenn ich mal nochmal ein Twitch-Clip-Special auf meinem YouTube-Kanal mache, ach, dann namentlich benennen, von wem die Clips sind. Ist schon eigentlich wieder eins überfällig. Mal schauen, ob es die Woche schaffe, eins zu machen. Es sieht so aus, als hätte jemand die Leiter zum Dachboden hochgezogen. Okay. Hier ist auf jeden Fall eine Leiter zum Dachboden. Die ist hochgezogen. Kommen wir da irgendwie ran? Haben wir irgendwas außer die Grillzange? Jetzt bräuchte man einen Stock oder sowas. Wir haben aber eigentlich nichts. Mit der Grillzange wird es wohl schlecht gehen. Kann ich nicht genug Kraft aufbringen. Ne, wir brauchen einen großen Hebel oder so ein Spaß. Dann gehen wir erstmal noch unten in diese drei Türen. Ich horche mal und lausche. Ne, ich horche nicht. Wir müssen ja da raus. Aber hier lauschen wir. Scheint sauber zu sein, die Luft. Gehen wir mal rein. Sie ist verriegelt. Ich habe nichts, um sie aufzubrechen. Das hat einen coolen Spielstil hier auf jeden Fall. Daniel. Geschirrtuch. Ein schmutziges Geschirrtuch. Ach, guck mal, wie cool man das... Das ist ja wirklich... Wie so ein Oktopus, der sich über den Boden rollt. Oh, da warte, warte, was war Initialien drauf? Was steht da drauf? Try? Nee. Sehr saugfähig. Wir verwenden solche, um die Badezimmer zu putzen. Häusliche Gewalt. Der Spiegel ist mit Staub bedeckt. Absolut in. Ah, das habe ich jetzt. Okay, wir haben ein Geschirrtuch. Habe ich das aufgehoben? Ja, tatsächlich. Dann machen wir den Spiegel sauber. Und dann stellen wir die Kerze hin und dann sagen wir dreimal ganz laut Bloody Mary. Mhm. Ja, komm, dann machen wir das Ding mal sauber. Das macht im Moment keinen Sinn. Ja, warum nicht? Kombinieren. Kann ich das mit irgendwas kombinieren? Was ist das alles? Streichhölzer? Absolut inakzeptabel. Ich kann es leider nicht benutzen. Betrachten, drehen, benutzen, kombinieren. Ja, benutzt es nicht. Okay, dann lassen wir das Ganze einfach mal so stecken. Geh mal raus. Merci Tino für die 20 Spitzen. Man muss sich einmal noch so dämlich bedanken, wenn man dann einen Schruck gibt. Nein, das ist Tino nackt. Ave Maria voll der Gnade. Da geht einer die Treppen hoch. Oh Gott! Irgendwas die Treppen hochgegangen, ey. It's Candyman. Bitte nicht. Süßes Zeug gibt Saures. Mach die Tür auf dem Tuch sauber. Was? Mach den Tür. Das hatte ich auch schon überlebt, Pole, aber dann ist auf einmal dieser Geist, die Treppen hochkommen. Ich versuche es das jetzt mal. Ne, wir gehen in die Garage. Wir haben jetzt so einen Garagenöffner. Dazu muss ich
unter und ich weiß nicht mehr, da müssen wir unten dann gucken. Es ist ja noch gar nicht viel passiert, aber es hat so richtig, ich fühle mich nicht wohl in diesem Haus. Daniel, alter Stecher. Ja, saugeil, dass ihr zwei euch kennen, ey. So, ich muss jetzt gerade aus und dann die erste Tür links hinter der Treppe. Hoffentlich renne ich jetzt nicht irgendwo da rein. Komm, da geht's ab hier rein. Die scheiß Uhr, ey. Das Spiel macht mich fertig, ey. So, wir sind jetzt hier. Ich will in die Garage. Dann benutzen wir mal den Garagenöffner. Ich benutze nicht den Garagenöffner. Kann ich hier irgendwo Sicherungen anmachen? Ich habe doch jetzt Sicherungen getauscht. Kann ich irgendwo... Wo waren dann die dämlichen Sicherungen? Ich muss ja den Boiler anschalten. Ich drücke jetzt auf den Garagenknopf. Dann sind wir halt tot, wenn es mich jetzt erwischt. Da muss ich auch noch so dämlich, hat es geklippt. Servus, Carlito. Grüß dich. Schönen guten Tag. Oder guten Abend. So, komm, ich drücke jetzt auf den Knopf. Das hat hier keinen Zweck. Wir müssen das hier machen. Ich mache es jetzt einfach. Aber ich will nicht sterben. Ich habe keine Lust zu sterben. Ich muss zuerst den Strom wieder anschalten. Ah, okay. Wir haben den Strom noch gar nicht angeschaltet. Wo können wir den anschalten? Bibliothek? Vielleicht in dieser... in dem Raum nebendran? Das ist irgendwie, ich komme mal so gehetzt vor und dabei passiert gar nichts. Wir sind im Bad. War mir hier schon? Der Spiegel ist schmutzig, ziemlich seltsam. Aha, kann man hier denn die Scheibe putzen? Das hilft uns nicht weiter. Warum nicht? Mach doch mal den Spiegel jetzt sauber. Sonst ist hier nichts, ne? Sonst ist hier nichts. Hm. So. Wir haben verschiedene Zimmer. Wir können dann noch in die Küche zurück. Da ist noch ein Raum, den man mit dem Schlüssel öffnen kann. Da war aber vorhin diese dunkle Gestalt. Wir versuchen jetzt einfach mal in die Küche zurück. Vielleicht ist sie jetzt weg. Red Haku, keine Spoiler. Ich gehe da jetzt rein, Mann. So, alles gut. Ah, sind hier in der Küche. Vielleicht können wir die Sauerei hier wegwischen. Ich kann sie jetzt gar nicht mehr auswählen. Hallo. Oh, er wählt sie nicht aus. Kannst du vorhin noch nicht so auswählen konnten. Ich kann diese Stelle jetzt nicht mehr auswählen, die ich vorhin auswählen konnte. Ah, ich kann ja mit der Lichtquelle darunter. Ah, jetzt hier. So. Jetzt auf X und dann den Lappen. Ja, Mann, er benutzt ihn. Drücke die Kreuztaste, ja, fick dich, Kreuztaste. Wo ist denn bei der verfickten PlayStation die Kreuztaste? Da drückt das R19 in dir. Lolita, drücke die Kreuztaste, damit er aufsteht. Ja, Ghosty, jetzt sei mal ruhig. Jetzt spiel ich, ja? So, wir horchen erstmal an der Tür.
Wir haben jetzt auf jeden Fall einen feuchten Lappen haben wir jetzt auf jeden Fall. Damit können wir vielleicht die Spiegel jetzt sauber machen. Wissen wir, was ich meine? Kühlraum. Wir haben ja noch einen Schlüssel. Jetzt können wir durchgehen. Und wir haben einen feuchten Lappen. Wir haben den Kleiderschrank leergeräumt, bevor wir ihn hierher gebracht haben. Eine Person würde leicht hineinpassen. Das Spiel ist nicht im Game Pass, Daniel, nein. Leute, betreuen. Ich glaube, vom Bild ist was Feuchtes. Hier, geil. Ich mache das unter euch aus. Halt mich doch raus. Brennholz. Ah, der Kamin war leer. Das ist sehr gut. Brennholz für den Kamin. Haben wir vielleicht mal da. Gütiger Himmel. Was ist gütiger Himmel? Nichts gütiger Himmel, okay. Was war da? Die Lampe? Konnte ich die nicht? Ach, anvisieren. Gerümpel, okay. Wir haben jetzt, glaube ich, einen feuchten Lappen. Je öfter ich sage, umso nerviger hört sich's an. Ne, der Lappen ist weg. Okay, dann haben wir noch Feuerholz für den Kamin. Den können wir anzünden. Dann machen wir das mal. Riecht dieses Tuch für sie nach Chloroform? Was haben wir dann alles? Ring? Was ist denn das? Streichholzschachtel? Ja, wir machen jetzt mal Feuer im Kamin, würde ich sagen. Und gucken, wo es uns hinführt. Weil ansonsten haben wir hier in dem Raum jetzt nichts. Kamin war im Wohnzimmer. Das heißt, geradeaus und dann links und dann die große Tür da. Horschen könne man nicht. Da muss doch gleich, kommt bestimmt die Dunkelheit wieder auf uns zu. Aber wir horchen mal. Ich kann hier nicht horchen, dann gehen wir hier durch. Das hört sich auf jeden Fall irgendwie falsch an. Ich habe Angst vor der nächsten Konfrontation mit der Dunkelheit. Aber wir sind noch recht früh am Spiel. Ja, horchen oder nicht horchen? Dann geh durch die Scheißtür durch. Was ist dein Problem? Da war der Kamin. Da machen wir erstmal Feuerholz drin. So. Ich muss die Kerze nach unten halten. Das finde ich cool gemacht. Wenn ich die Kerze hochhalte, kann man nicht damit interagieren. Und wenn ich runterhalte, dann geht's. So, dann machen wir erstmal Kamin in der. Feuerholz in der Kamin. Aha. Jetzt machen wir die Streichhölzer, machen wir das Ganze noch an. Ich brauche zuerst etwas, das schneller brennt als Holz. Kann ich, haben wir nicht, ne? Du könntest deine Stoff mit den Streichhölzern benutzen, dann wird es brennen. Ich weiß ja nicht, was du da drin hast. Papier, Papier. Ja, den Lappen haben wir jetzt weg, gehen. Ansonsten haben wir nichts mehr. Moment. Mir eine Grillzange. Ah, den müssen wir bestimmt naja was im Feuer verbrennen und dann mit der Zange rausholen. Hundertprozentig irgend sowas. Der Garagenöffner. Der Danke X950. Merci für dein Follow. Und merci für den Jumpscare. So. Zurück zu neuen Taten. Da ist doch Papier. Deine Kamera ist unscharf. Oh, ja, als wenn ich was dafür könnte. Ich hab sie nicht entwickelt. Ich hab sie nur kauf. So sieht's aus. Was ist hier? Nur Rebecca kann damit spielen. Oh nee, warum ändert sich immer die Musik, wenn ich das mache? Wir sind im Wohnzimmer. Vielleicht in der Bibliothek. Da gibt's Bücher und Papier. Gibt es einen Garten? Ja, es gibt einen Garten hinter der Garage. Weil ich zeige drauf, ich Idiot, als wenn du das jetzt sehen würdest. Unten links, wo die Garage ist. Da können wir die Garage aufmachen. Wir haben Garagenöffner, aber wir haben noch keinen Strom. Wir müssen irgendwo was finden, wo wir die Sicherungen reinstecken können im Haus. Aber ich weiß noch nicht, wo. Das habe ich noch nicht so ganz rausgekriegt. Eine Bibliothek, hier ist eine Kamera. Hier haben wir sonst nichts mehr, ne? Hier ist wirklich, sonst ist hier nichts mehr. Hier waren wir schon, hier haben wir den Schlüssel bekommen.
Hier haben wir nur den Schlüssel bekommen vom Haus. Vielleicht müssen wir doch... Oh Gott! Oh, um Gottes Willen! Was macht immer die Karte weg? Was ist denn mit dir falsch? Is anybody there? Alter!